Hallöchen, meine Lieben, und zurück zu Let's Play The Sims 4 mit der wunderbaren Familie Lemon Cake, wo es immer noch etwas drunter und drüber geht und sie fühlt sich unwohl. Oh, guckt sie euch an. Oh nein, es kommt natürlich, wie es kommen muss. Oh, 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 es geht wieder chaotisch weiter. Oh, sie hat so viel zu tun. Sie kommt gar nicht hinterher, reparieren. Und ihre Leiste ist schon voll. So. Aufwischen. So. Hier, das verbessert sie mal zum Duschen. Ich denke mal, das wird auch das Wohlbefinden von der gesamten Familie etwas verbessern. Wah, 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 wah. Sophie ist für heute mit der Schule fertig. Sie hat eine zufriedenstellende Leistung erbracht. Aber die Buckingham-Oberschullehrer sind der Meinung, ja, ich denke eigentlich, dass Sophie das ganz gut gemacht hat. Mathilda ist aus der Schule zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch befriedigend. Was? Oh, da wird ich auch weinen. Oh, ich bin natürlich jetzt hier falsch. Sie, na, sie muss ganz dringend duschen. Die Arme, wieso, was ist denn los? Hey, sie hat doch eine sehr gute Leistung. Ist doch im hell, also im dunkelgrünen Bereich. Das ist doch, wow. Richtig gut. Verstehe ich jetzt nicht. Gut. Macht sie auf jeden Fall jetzt aber erstmal auch ihre Hausaufgaben. Muss sie ja leider machen. So, Hausaufgaben machen. Angespannt. In Sauna entspannen. Na klar, komm. Sonst noch was? Faulenzende Schulkameraden. Unwohl. Unwohl. Mm. Oh. Du gehst mal aufs Klo. Verwenden. Und für Spaß kann ich leider nicht viel helfen. Du könntest höchstens hier ein bisschen tanzen. Geht es überhaupt? Kann sie nicht tanzen? Achso, man kann zu klassischer Musik vermutlich nicht tanzen. Das wäre eine Option. Backyard. Dazu kann man tanzen. Na gut. Aber bald. Bald kann ich uns ein besseres Musikgerät finanzieren. Unterhaltungsgerät. Wie das auch immer klingen mag. So. Was hast du hier vom Frosch? 30. Nee. Das ist nur ein Tuning-Teil, hä? Teil für Sanitäranlagen. Aha. Sehr schön. Ist alles hier schön verkaufen. Ja, sind wir einen guten Schritt näher. Und Teile plündern und wegwerfen. Ach, die quatschen immer, hä? Das sind wirklich zwei kleine Quatschtanten. Ja, hast du wieder wehgetan. Kuchen tun wir mal in den Kühlschrank. Der hält ein bisschen länger. Und das räumst du jetzt weg. Jau. Was ist denn nur los? Jetzt hört er nicht die ganze Zeit so rum. Mensch. Jetzt futter noch ein Stück. Du kannst Hüfttanz vollführen. Bewunderung auch bei Hausaufgaben helfen. Sie tanzt hier voll krass ab. Hat aber auch Hunger, ne? Aber ein bisschen Spaß ist auch die Hauptsache. Mhm, öffnen. Ein Stück Kuchen nehmen. Wenn sie fertig ist. Was ist hier verspielt? Im Müll spielen. Was geht ab mit dir, Sophie? Nein, wir spielen nicht im Müll. Ah, das ist Pummel. Hilft sie ihr wenigstens nebenbei? Nein. Sie futtert erstmal nur ihren Kuchen. Und stinkert ein bisschen vor sich hin. Na komm, hilf ihr doch mal. Jetzt hilf ihr. Du sollst ihr helfen. Ja toll, jetzt ist sie schon fertig oder was? Warte, ist sie jetzt fertig? Ups. Oh, jetzt ist sie schon fertig. Was bist du denn für eine Oma? Frisst erstmal ein Stück Kuchen neben ihr und... Ah, gut. Macht erstmal das und dann öffnen, nimmt sich auch noch ein Stück Kuchen. Ein Stück Kuchen nehmen. So, und sie bricht das hier auch mal alles ab und macht auch mal ihre Hausaufgaben. Und da soll jetzt bei ihr wenigstens die Oma ein bisschen nachhelfen. Sieh mal, was Sinnvolles ihr macht. Okay, sie macht die ganze Zeit sinnvolle Sachen, aber lassen wir das. Bei Hausaufgaben helfen. Na los. Hat sie eigentlich... Ah, seid ihr es wunschbar, Sophie, bei den Hausaufgaben helfen. Dann mach das mal.
Tanoba Maibu, Wangini. Ich verkaufe, glaube ich, auch mal diese Figuren. Die macht die immer hier so verspielt. Die machen immer so noch Hausaufgaben. So. Haben auch wieder ein bisschen Geld mehr. So. Bei dir? Ja, du isst ein Stück Kuchen. Und dann würde ich sagen, du... Ruf mal deine Freundin an. Hausaufgaben reisen? Nein. Einladen, hier abzuhängen. Hier, Monika Sommer. Nachdem sie das Stück Kuchen gegessen hat, natürlich erst. Ah, sie ist selbstsicher. Warum ist sie selbstsicher? Großartiger Lehrer. Ach so, was ihr hier hilft. Das ist schön. Ich hoffe, da geht auch bei ihr jetzt alles etwas schneller voran. Und sie ist konzentriert. Das ist sehr gut. Einladen. Ah, Monika wird gleich da sein. Wo ist denn die Monika? Was ist hier so? Kennt man beide nicht, ne? Hm. Caroline Müller. Wieso? Wir warten aber auf die Monika. Da ist sie! Über Spielstrategie diskutieren. Man könnte erstmal Hallo sagen oder so, aber... Tratschen. Parodieren. Einschlagen. So ein bisschen ins Gesicht. Was Süßes geben. Bewunderung ausdrücken. Lustig. Insiderwitz machen. Ich meine, das sind ja voll die geilen Chicks. Beschämt? Ein paar hackische Begegnungen. Wegen sozial. Wo kann ich mich verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Was? Warum? Was hat sie denn getan? Meine Liebe. Ist sie wenigstens auch nebenbei ein bisschen was? Das finde ich eigentlich ganz geil. Um Bestätigung bitten. Selbstironisch. Hä, wieso? Was macht sie denn? Unbehaglicher Kommentar wegen Sozialkontakt. Warum? Oh, warum hat Mathilda das gesagt? Was machst du denn, Mathilda? Wer ist denn hier am Handy? Nein, Rainbow Dash, wir haben keine Zeit. Doch, ja, wir hätten Zeit. Hätten wir Zeit? Jetzt habe ich Rainbow Dash einfach abgesagt. Hm. Weiterentwickeln. Warte mal. Wir können wieder in den Live-Modus gehen. Und ein bisschen angeln. So, vielleicht ein bisschen Geld reinkriegen. Und du, meine Liebe, Sophie, du isst jetzt was. Ein Stück nehmen. Und danach gehst du schon schlafen. Würde ich mal so sagen. Schlafen. So, dass die hier wenigstens ihr Zeug machen. Freundlich. Bewunderung ausdrücken. Einschlagen. Rumblödeln. Ah, schon viel besser. Was ist hier? Befriedigender Schultag. Ach, das ist doch schön. Es ist aber auch schön, wenn die beiden sich auch gut verstehen, wenn man kennenlernen. Na, einkommen. Wie sie vor allem einfach nicht reinlassen, ne? Die bleiben einfach so vorm Haus stehen. Okay. Oh! Kann er nebenbei freundlich vorstellen? Oder mach das mal. Was kriegst du so eine Rentnerfreundin? Granny und Veronika kennen sich noch nicht. So. Geht das irgendwie? Über besten Köder reden. Über Interessen reden. Verrückten Plan vorschlagen. Und dann kannst du noch ein bisschen mit Köder angeln. Mach mal, ich bin gespannt. Und du? Ja, du gehst am besten wirklich ins Bett. Was hast du nötig? So. Wessen eine Geschichte erzählen? Geheimnis ausplaudern. Was Saures geben? Das ist schon auch mal lustig. Und Roboter immer so beschreiben. What the fuck? Über Lieblingsautoren fragen. Über Eltern beschweren. Und dann würde ich sagen,
gemeinsames Foto machen. Es wäre cool, wenn sie irgendwie Selfies machen könnten, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Notizbuch öffnen. Brauchen wir dafür irgendwie, Darfo. Ich muss wirklich nochmal gucken, wie man hier Selfies machen kann. Vielleicht brauchen wir auch irgendwie... Oh, was ist jetzt los? Grusel... Schabernack. What the fuck? Ich brauche mal ein Erweiterungspack oder so. Ich muss mal gucken. Gorsoi. Da. So, bitten zu gehen. Nach geht's ja auch noch schlafen. Es hat aber gerade schön Spaß. Das ist die Hauptsache. Sieht hier ganz gut aus. Aber sie hat wieder ein bisschen Hunger, ne? Vielleicht, oh nein. Vielleicht ist hier dann noch ein Stück Kuchen. Ich glaube, der Kuchen, der sättigt nicht so besonders, ne? Schade eigentlich. Naja, danach gehst du schlafen. Macht deine Schwester ja eh schon. Ach, und die quatschen hier noch weiter, ne? Mit Veronika plaudern. Hör mal auf, mit Veronika zu plaudern. Du musst doch hier so ein bisschen mal an deine Aufgaben denken, meine Liebe. Ernten. Aber man kann eigentlich auch alles ernten machen, ne? Düngen? Nee, nicht mit den selber düngen. Nein. Das machen wir mal nicht. Du hast, wie viel Energie hast du denn? Du hast nicht mehr viel Energie. Na gut. Dann reparierst du das und gehst danach auch noch schlafen. Sie ist verspielt. Ach, ist aber schön, dass es ihr gut geht. Was hast du hier? Hat hier in ihrem blöden Pool. Was ist das? Schelmisch sein. Na gut, das könnte man hinkriegen. Alles klar, da spülen wir etwas. Ab ins Bett. Ah. Und sie? Ja, klar fühlst du dich unwohl. Na los, reparier. Oh. Immerhin hat sie dann, denke ich mal, eine gute Fähigkeit. Genau, Levelaufstieg. Hier sieht man. Ah, und abschlafen. Oh, oh. Jetzt muss aber dringend pieseln, ne? Verwenden. Öffnen, ein Stück Kuchen nehmen. Ich glaube, ich mache nie wieder so schnell einen Kuchen. Der ist scheiße. Der macht nicht wirklich satt. Das war keine gute Idee, die ich hatte. Ja, du musst aufs Klo, ich hab's verstanden. Dann hast du noch ein bisschen Hunger, das machst du dann auch noch und dann schläfst du weiter. Und wir müssen jetzt wirklich schon wieder ein bisschen Geld verdienen. Also, so 1500 wäre schon nett. Was macht denn hier wieder? Hausaufgaben erledigen ist ein wichtiger Schritt. Was ist das? So. Was hat sie? Auch Hunger. Wieso habt ihr alle immer Hunger? Ich glaube, es ist jetzt hier noch zwei Stück übrig. Dann futter das mal. Und meckere nicht so viel rum. Oh. So. Unwohl, warum denn? Was ist denn hier? Wegen dem Teller hier? Nee. Was ist denn los? Ist doch alles okay hier? Ach nee, hier. Oh. Das ist natürlich nicht gut. Verständlich. Eine erfrischende Dusche nehmen. Ja, schon gut. Ich mache schon weg. Ich habe schon verstanden. Ja. Oh, meine liebe Granny, ne? Du musst wirklich mal ein paar Euronen verdienen. Vielleicht machen wir doch noch einen Job mit dir. Aber ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Wir lassen uns erstmal schlafen. Oh, du bist ja auch schon wach. Sehr gut, dann öffnen und was essen. Das letzte Stück. Ein Stück nehmen. Oh, aber Spaß ist auch noch nicht so pralle, ne? Oh, die brauchen wirklich mal ein gutes Unterhaltungsmedium. Jetzt ein Bücher hier. So. Macht mal ihr beiden. Ihr müsst nämlich auch noch... Warum? Hat sie schon gegessen? Sie hat sogar schon gegessen. Dann mach nochmal Wee-Wee. Das auch läuft so. Es könnte mal Spaßiges machen, ne? Außer jetzt hier vielleicht mal noch ein bisschen tanzen, bis die Schule losgeht. Aber wirklich Spaß macht das ja auch nicht. Und sie auch dann nicht so wirklich. Sie kann vielleicht auch noch ein bisschen tanzen. Aber zur Schule müssen sie beide gleich. Yay, wir tanzen noch ein paar Sekunden. Dann müssen wir jetzt zur Schule. Oh Gott, die Arm. Zur Oberschule gehen. Und auch zur Oberschule gehen.
Dann hört man bitte einfach auf mit Tanzen und geht einfach mal zur Schule. Cranny. Ja gut, ich schreibe das jetzt hier mal auf. Teile plündern. Und schnell duschen. Das müsste vielleicht auch gehen. Und dann verdorbenes Essen aussortieren. Frühstück servieren. Rührei. Und das hier wegwerfen. Ach, Cranny hat alle Hände voll zu tun. Das war eine wirklich schnelle Dusche. Was macht sie jetzt? Achso, sie räumt das weg. So. Oh, oh. Ja, ich freue mich schon, wenn ich ihr noch eine schönere Küche irgendwann mal bieten kann. Das wäre eigentlich ganz nice. Ja. Sehr schön. Futtern nur, meine Liebe. Immer schön am Futtern. Das tue ich mal in den Kühlschrank, dass es länger frisch ist. Oh. Oh, was? Warum ist sie wütend? Achso, wegen... Achso, okay. Dann kannst du wütend hier bewässern und ernten. Einfach mal alles ernten. Ich glaube, ich besser. Gemein zu jemandem sein. Nein, um Himmels Willen. Meine Liebe. Nein. Chill mal. Ärgerliches Häuflein machen. Dann mach ein ärgerliches Häuflein. Was zur Hölle. Warteschlange von Cranny ist schon zu voll. Dann spulen wir mal ein bisschen, dass wir wieder neu gucken können. Ja, wird das hier mal weniger? Sehr gut. Ernten. Ein wütendes Häuflein machen. Ist schon ein bisschen geil, ne? So, aber nur ein bisschen. Frösche suchen. Vielleicht können wir die auch dann züchten, wenn wir auch gute Frösche finden. Graben. Ernten. Wir könnten ja eigentlich auch mal wieder mal ausgehen. Was ist denn mit dem für einen Wochentag überhaupt? Ah, das sieht man hier wieder nicht, ne? Weil sie keine Karriere hat. Wir haben Dienstag. Toll. Oh, sie ist ja immer noch wütend. Wie lange macht sie denn ihr wütendes Häuflein? So. Oh, Cranny. Beruhig dich doch mal. Und ernte und genieße die Natur. End shit. Ah. Das ist Cranny Picano. Nee, Pinaco. Frau Rockwell. So, hier Frösche suchen. Muss mal ganz viel ernten hier, dass wir wieder ganz viel Geld reinkriegen. Ah, los. Mach mal schneller. Wir können es ja nicht so genießen, weil wir brauchen wirklich mal dringend etwas Geld. So. So, wo war jetzt der kleine... Ach, hier war er direkt. Dieser wunderschöne kleine Park. Ernten, 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 ernten. Nein, keine Samen kaufen, aber ernten. Frösche suchen, Pilze ernten, 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 ernten. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Die beiden Damen sind schon da. Ich lasse jetzt einfach mal sich, lasse sie einfach mal sich selbst. So, und da hinten kann sie ja auch noch ernten. Das sieht sehr gut aus. So, aber sonst? Hier noch? Nee, hier haben wir schon. Haben wir alles abgegrast quasi. Ha, lustig. Oh, ihr steht nur hier blöd rum, hä? Wenn ihr schon blöd rumsteht, dann könnt ihr auch mal miteinander reden, anbrüllen. Ratschen. Dalish! Du bist scheiße! Was? Hat sie gar nichts getan? Aber du bist trotzdem meine Schwester, auch wenn du scheiße bist. Rück einen Plan vorschlagen. Entschuldigen. verspotten. Lustig. Schmutzigen Witz erzählen. Und danach duscht sie mal. Aber Hunger hat sie eigentlich auch mal. Kann sie eigentlich auch eine Pizza bestellen? Nee, komm, lass mir mal. Wir haben ja noch im Kühlschrank was. Ein Gericht nehmen, bitte. Sehr gut.
Angespannt, na klar. Fade Umgebung und Brauchvergnügen. Ach, die Arme. Wir haben beide wenig Spaß vor allem. Es ist voll traurig. Wir brauchen wirklich dringend mehr Geld. Dass wir hier bessere Unterhaltungsmedien haben. Und sie ist okay. Dann quatscht sie einfach mal irgendwelche Kinder an. Na, warum nicht? Ernten? Ernten? Ich guck mal hier noch die Straßen ab. Ist hier irgendwo noch was, was wir mopsen können? Oh mein Gott! Es ist es ist Star Butterfly! Star Butterfly! Die ist cool. Vielleicht treffen wir sie irgendwann nochmal. Oder tanzen. Geh mal. Lustig vorstellen. Ja, das könnte eine gute Freundin für Sophie sein. Ist zwar nicht so tussig wie sie, auch wenn sie so aussieht, aber das könnte ja eigentlich was werden mit den beiden. Also muss sie erstmal ihr Rührei essen. Das kann auch etwas dauern. Mathilda geht es eigentlich jetzt soweit auch gut. Die ist selbstsicher, noch immer. Und hat aber absolut keinen Spaß. Dann futtert sie was und dann spielt sie ein paar Videospiele. Warum eigentlich nicht? Spiel spielen. Sims Forever. Und sie hat irgendwie gerade keinen Bock auf irgendwas. Wir wurden ja eigentlich gerade angerufen. Ja, so viel dazu. Ich habe hier einfach keinen Plan von nichts. Ist hier noch irgendwas, was wir plündern können? Nee, hä? Gar nichts mehr. Das ist schade. Na gut. Ach, hier können wir ein bisschen plündern. Das ist die Hauptsache. Alles ernten. Düngen. Mit Löwenmäulchen. Düngen mit, was weiß ich. Alles mal irgendwie düngen. Ich weiß nicht, was hier am besten zum Düngen geeignet ist. Aber sie macht es einfach mal. Und dann tanzt sie etwas. So, wie läuft's hier bei dir? Wo bist du denn? Ach, so schön. Probleme beschweren. Rumblödeln. Hä, was? Warum? Jemandens Gesicht beleidigen? Wütend. Verdrießliches Gespräch. What the hell? Was ist denn los mit dir, Sophie? Lass doch die arme Star in Ruhe. Der hat dir gar nichts getan. Aber kannst du dich über sich beleidigen? Oh. Jetzt ist sie kokett. Was? Oh nein, du bist gemein. Lustiges Video zeigen. Entschuldigen. Und kann man sich auch verabschieden wieder? Unverschämte Geschichte erzählen. Nee, komm, lass. Oh, sie hat Spaß! Sie hat Spaß, sie hat so richtig Spaß. Süßes. Was macht sie jetzt? Zurück nach Hause. Na, geh zurück nach Hause. Susu. Was machst du zu Hause? Warum? Kannst du ja mit deiner Oma tanzen? Mit Granny tanzen. Mal gucken, was wir jetzt hier alles... Hat sie ihr Zeug gemacht? Gut. Mal gucken, was wir jetzt alles hier zusammengesammelt haben. 20 Äpfel. Wow, 70 Simoleons. Schick mal zum Georat. Die können wir ja mal öffnen. Die verkaufen wir alle. Ein paar Frösche haben wir ja auch. Oh Gott. Gucken, wie viel Geld wir jetzt hier zusammenkriegen insgesamt. Wäre schon ganz nett, wenn das einiges wäre. Also, über 1000 kommen wir jetzt hier bestimmt nicht. Vielleicht doch, doch, lol. Oh mein Gott. Ein bisschen was kriegt man schon zusammen. Da haben wir ja bald ein bisschen was. So, 100. 10. Zischen wir einfach mal mit dem Edelfrosch. Was kriegt man dann raus? 120. Wow. Mal wieder mal ein bisschen Kohle zusammen. So. 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 Sehr gut. Wow, da haben wir, glaube ich, schon fast unseren neuen Fernseher zusammen. Ich guck mal ganz kurz. Wie viel kostet denn der neue tolle Fernseher, den wir uns leisten wollen?
Ja, wir wollen aber den hier haben. Oh, da fehlt nicht mal viel. Das ist sehr gut. Aber dann haben wir dann endlich mal wieder was. Wie viel Spaß bringt der? Das bringt 5 Spaß. Und der würde dann 6 Spaß bringen. Das ist ja... Ja, okay. Bringt es vielleicht auch nicht so viel Unterschied, aber es ist dann trotzdem ein schöner Fernseher. Okay, gut. Wird schon. Und sie? Sie spielt ihre selbstsicheren Videospiele. Ja, das Spaß ist jetzt aber auch nicht so pralle, ne? Oh oh. Ja, kann wie ein Champion pieseln. Immerhin etwas. So. Und ihr beiden lieben Tanzschwestern, nenne ich euch jetzt einfach mal. Ja, der Spaß ist immer so ein bisschen. Nee. Dann geh mal auf Toilette. Und dann. Kanal schauen. Und eine Romanze ansehen. Und du? Du bist ja sozial total unterbemittelt. Warum das denn? Du tanzt doch mit ihr. Ach Gottchen, na gut. Dann machen wir mit ihr auf jeden Fall auch mal wieder was. Ich habe da schon so die eine oder andere Idee, die wir mit ihr mal unternehmen könnten. Oh, eine Weiß-Sims-Trophäe. Ganz wunderbar. Kannst du hier noch was machen? Jeden. Und weiterentwickeln. Jeden. Und auch weiterentwickeln. Gut, dann geht sie mal schlafen und dann machen wir mit ihr morgen mal ein bisschen was. Denn sie arbeitet ja wirklich sehr viel. Und du tanzt immer noch, du kleine Tanzmaus. Wow, bester Spaß meines Lebens. Komm, geh mal aufs Klo und guck dein Fernsehen. Hausaufgaben brauchst du heute mal nicht zu machen. So gaga. Wow. Oh. Ah, Motorrad. Mathilda. Oh, Aliens. Wow, was geht denn bei dir ab? Was machst du denn jetzt hier? Oh, okay. Wow. Na gut. Vielleicht sollte sich Granny wirklich mal einen Job suchen noch auf ihre alten Tage. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Sie können sonst wirklich finanziell keine großen Sprünge machen. Das ist schon ziemlich schade. Ich gucke mal kurz in Inventar. Meine Sims-Figur, wow. 55. Ich habe noch eine Zeitkapsel, die verkaufe ich mal direkt. So, jetzt könnten wir eigentlich jetzt schon einen besseren Fernseher kaufen, aber dann vielleicht auch nichts mehr zu essen. Das wäre nicht so gut. Das Klo ist kaputt. Eine mittlere Katastrophe bahnt sich an. Das Klo ist kaputt. Ob sie das Klo? Nein, sie musste glücklich aufs Klo. Was ist das bitte? Ist das so eine Ärzte-Romanze? Sowas wie Crazy Anatomy oder sowas? Und die Musik? Nee, die Musik kommt von hier. Mach mal einer die Musik aus. Das würde mich verrückt machen. Verrückt würde mich das machen. Oh, ist ganz schön auch scheiße dekoriert. Ja, ich glaube, wir brauchen wirklich einen Job. Du nicht, meine Süße. Du hast es leicht, aber die Granny, die sucht dich morgen mal einen Beruf. Was hast du denn hier? Mit Granny rumalbern. Oh, ja, dann mach das mal. Also, morgen erst. Und... Reparier das mal bitte und wisch das mal auf. Wir haben es auch schon wieder verdammt spät. Du solltest dann auch schlafen gehen, meine Liebe. Okay, gucken wir mal. Wie Napsa? Wie sieht der Sitz? Ich habe das Gefühl, sie wird immer dicker. Bist du immer dicker? Ja. Nope. Du bist nicht immer dicker. Wie geht's dir denn so? Ach, du müsstest auch mal aufs Klöchen mit deinem Popöchen, ne? Hoffe mal, dass deine Schwester hier bald fertig wird. Ich spule mal kurz. Oh, das dauert ja ewig. Sophie, beeil dich. Deine Schwester muss mal aufs Klo. Sehr gut. Wie ein Champion pieseln. Aufwischen. Und dann... Oh nein, warum ist sie denn jetzt traurig? Einfach nur so? Du hast jetzt gerade ganz viel Spaß gehabt, meine Liebe. Oh, schade. Ach komm. Oh.
Warum ist sie jetzt zweimal aufs Klo gegangen? Muss ich das jetzt... Okay. Gut, liebe Granny. Du suchst dir jetzt morgen einen Job. Denn so kann es nicht weitergehen. Jetzt so lange zu brauchen für einen einzelnen Fernseher ist schon blöd. Ist irgendjemand wach? Sie! Oh, du musst aufs Klo. Dann geh mal. Piesel, piesel. Oh. Aber ihre Energie ist schon relativ voll. Öffnen. Ein Gericht nehmen. Und danach kann sie mal... selbst Job suchen. Nom 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 nom. Ich bin mal gespannt, was wir ihr für einen Job geben. Irgendwas, was zu ihr passt. So wirklich verrückt ist sie zurzeit ja gar nicht, ne? Sie ist zurzeit eher die verantwortungsbewusste Gute. Okay. Was geben wir ihr für einen Job? Als Sportlerin? Das geht nicht. Dafür ist sie, glaube ich, schon zu alt. Aber als Leckermaul. Das können wir ja mal machen. Beginnt ab Mittwoch um 16 Uhr. Also. Heute? Mein Gott, da arbeitet sie ja wirklich sehr spät, ne? Oh. Das ist aber jetzt nicht so gut. Okay. Gericht, Essen zubereiten, Getränke mixen. Oh. Dann kann sie aber mal üben, Essen zuzubereiten. Frisch. Kann sie kochen. Mach mal kochen. Eier mit Toast? Eine Einzelportion. Koche das mal, meine Liebe. Ich hab Hunger. Ist noch was im Kühlschrank? Natürlich ist was im Kühlschrank. Ein Gericht nehmen, bitte. Und sie lassen wir jetzt mal für ihren Job dann mal ganz viel kochen. Oh, Alter. Hast du gerade die Tür zugeknallt? Meine Liebe. Wow. Einfach nur wow. Okay, wie es mit ihrer Karriere weitergeht. Und... oh Gott. Sie hat einfach keinen Bock auf die ganze Scheiße. Oh Mann, es sieht echt nicht gut aus mit unseren Sims. Aber jetzt hat sie ja einen Job und jetzt geht's vielleicht ja etwas aufwärts. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, die Mädels Play Sims 4. Zurück bei den Lemon Cakes. Bye. Oh nein. Die belappen sich da hinten, toll.